Ach, krass. Sehr schön. So, warte mal. Dann hole ich mir nochmal die Kohle vom Automaten wieder. Ach, ich hätte das vorher machen müssen, ne? Jetzt ist das bestimmt günstiger, ne, oder? Ach, nee, noch nicht. So. Was ist das? Oh, wie cool. Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? Oh Gott. In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Wir sind ja bestimmt nicht alleine. Kann ich mir gut vorstellen. Wie cool das gemacht ist. Hua. Hey. Hey, ja. So wie der mit dem Phantasialand. Hey. Hey, ja. Hey. Hey, ja. Aber den gibt's bestimmt gar nicht mehr. Bei der Rikscha-Fahrt. Hey. Hey, ja. Oh, hier ein großer Gong. Und wir haben hier... Ausrüstung, neue Stiefel, töten, um zu leben. Nahkampfexkursionen haben, was? Exkursionen haben 65% Chance, Gesundheit zu verlieren. Vergleichen, was habe ich denn da jetzt drin? Ausweichen, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, wirkt für Seitschritte und Rückwärtsgehen. Ja, ich nehme das nur mal mit. Das Radio benutzen, okay, wir können es ausschalten. Mal Kaffee, trinken wir nochmal einen Schluck Kaffee. Kaffee ist gut. So. Dann geht's weiter. War doch klar, dass wir nicht alleine sind. Der war ziemlich am Ende immer von der Rikscha-Fahrt im Phantasialand, war der immer gewesen. Der hat immer so, hey, hey, ah. Da war so ein Fetter in so einer Rikscha. Und der hat immer so, hey, hey, ah. Oder hey, 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 JR. Mit Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er's und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Aber ich glaube, den gibt's schon gar nicht mehr im Phantasialand. So. Ach krass, wie cool das gemacht ist, dass die Geschichte so erzählt wird. Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Kolumbias nach Peking und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Denk daran, wofür wir kämpfen! Jetzt kriegen wir Gesellschaft. Wir am Spieß. Es war so klar, dass wir Gesellschaft kriegen. Wow, wer ist er denn? Alter, hua. Wer war er denn gewesen? Da war doch noch einer gerade, oder? Danke. Danke. Sehen Sie, Miss. Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wäre. Ein echter Soldat. Ich will das nicht, Slate. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald. Nachdem du dasselbe für mich getan hast, suche mich unter den Ghost Dancer. Wer sind die Ghost Dancer? Wounded Knee. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Ja. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten? Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Ja, halt einfach den Schnabel. Meine Güte. Gebt mal einfach der Chock-Jockey und fertig. Und wir sind raus aus der Nummer. Es könnte so einfach sein. Aber er will ja nicht. Oh, guck mal. Ah, wie cool das aber auch das Shooterlingen ist hier in dem Spiel. Das ist so. Danke. Boah, wie cool das ist mit Elisabeth. Es ist so geil gemacht. Es ist so cool gemacht. Gefährte Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen. Wie krass.
Boah, wie cool das einfach ist, ey. Oh Gott, ihr müsst das selber spielen, unbedingt. Mit Heulen und Schreien, das Kriegsball blutrot, so brachten sie unseren Helden den Tod. Doch die unseren hatten den Willen zu siegen, da konnten die Wilden nur unterliegen. Unser Prophet, der Held von Wounded Knee. Das ist alles nur gelogen, erstunken und erlogen. Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Hier ist der Soldat, von dem ich sprach. Der Schlagmann, der Comstock vorgibt zu sein. Seht, ob ich recht habe. Oben war noch einer, ne, oder? Oder mach ich halt nur? Ah! Oh Gott, jetzt aber. Jetzt wollen sie wissen. What the fuck? Das war eine gute Tat, Booker. Sie starben wie Männer. Ich hab dich drum gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker David fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Was meint er mit auslöschen wollte? Was hat Slade gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass es eine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Wie war denn nochmal mit der... Jetzt bin ich gerade überlegen, wie war das nochmal mit der... Nein. Ach, da lang muss ich, okay. Oh, guck mal, Salz. Sehr schön. Kriegen bestimmt gleich... Hallo? Kriegen bestimmt gleich Gesellschaft. Hier ist auch noch eine Tür. Hier waren wir noch gar nicht. Ah, ja. Ciao. Erstmal auf alles schießen, was da kommt. So, was haben wir hier? Neue Ausrüstung, neue Stiefel. Umarmung des Vampirs. Nahkampfkills verleihen Gesundheit. Nehme ich nur mit. So viel Nahkampf... sind wir jetzt auch nicht zugange. Obwohl die Nahkampf-Moves total geil sind. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie die gehen. Okay, müssen wir da zurückgehen? Die hat aber viele Waffen bei sich, wa? Die sucht immer. Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. The First Lady. Okay. Die sucht immer die Munition und so. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Oh Gott. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Hallo, Hilfe. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Die eigene Geschichte? Das ist die First Lady? Die haben wir am Anfang des Spiels schon gesehen. Und davon haben wir auch ein Voxophon gefunden, ganz am Anfang des Spiels. Ich entsinne mich. Boah, wie hübsch das einfach ist. Krass. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Die Lady und das Kind. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Doch das Kind erkrankte. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betet Tag und Nacht dafür. Und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Mhm. Diese Stelle hat er wahrscheinlich ausgelassen. Hier liegt noch irgendwas, ein Karabiner.
ist mein Turm. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Bin ich... Du bist Comstocks Tochter. Nein, ja. Unmöglich. Nein. Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Der Spross des Propheten. Der Prophet hat seinen Spross an einen Zufluchtsort gebracht. Geblacht, wollte ich gerade sagen. Ja, sie ist die Tochter von Comstock. Ja, super. Halleluja. Damit haben wir ja schon mal wieder ins Fettnäpfchen getreten. Oh, hier. Versperrt. Oh, sie tut mir so leid. Oh. Die grausame Ermordung unserer lieben Lady Comstock durch die Anarchistin Daisy Fitzroy. Okay, was haben wir hier? Moment, ich schau mal eben. Geldbeutel suchen. Ein Kleid. Eine Schublade und... Wie gemein das ist, ne? Schickes Feuer. Ein Voxophon. Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet: Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Ja. Die Musik gerade, wie episch. Comstocks Rache, der Prophet, Träger des Schwertes, brachte seinen Zorn über Daisy Fitzroy und die Vox Populi. Er verfolgte sie bis heute ohne Unterlass. Krass. Ich finde das, ich muss sagen, bei Bioshock ist es immer so gewesen, dass die Geschichte so ein bisschen so in der Geschichte so ein bisschen erzählt, wie also nicht nur einfach so dahin erzählt wird, also über Tonbänder, über Zettel und so, sondern auch so spielerisch erzählt wird. Das finde ich total geil bei Bioshock immer. Der Innenhof. Sondern ich dass du auch durch siehst. Die Stäbe, aber sie sind zu breit. Was? Das habe ich jetzt gerade überhört. Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Ich bin noch nicht fett. Ich bin noch nicht fett. Ist das? Das ist ich glaub's ja wohl. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Cool. Wie gesagt, ja. Es ist eine Art Wunscherfüllung. Ach cool, Elisabeth kann Risse öffnen, um Nachschub... Verbündete und Deckung zu beschaffen. Okay. Schau einen Riss an und halte Viereck gedrückt. Ach, krass. Aber klar. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Oh Gott. Booker, sehen Sie diese Risse? Ja. Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Alter. Ja, geh weg. Alter. Geh doch einfach. Oha, Hilfe! Hilfe! Oh. Ich hätte ein bisschen mehr auf mein Leben achten sollen. Von wegen, die sucht das immer. Doch. Entschuldigung. Ich suche noch. Okay, ich muss ein bisschen anders vorgehen.
Hier! Danke! So, weiter geht's. Das war's. Das war ja einfach. Comstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Bucke? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Ich hab Geld gefunden. Ja, gib her. Yeah! Boah, cool. Boah, wie geil das im Spielflow drin ist, dieses... Ich hab Geld gefunden, ich hab Munition gefunden. Das ist so cool gemacht. Ich feier das. So, hier nehmen wir noch Salz mit. Bisschen was essen, Gesundheit. So, hier ist eine Tür, die ist verschlossen. Von wegen, die sucht das immer. Ja, mein Gott, kann auch sein. Aber sie hat doch vorhin gesucht, ich muss erst suchen. Was steht da? Rabatt? Was? Ach, cool. Erstmal Kohle mitnehmen. Verkaufsautomat. Magazinvergrößerung für die Pistole. Ja, brauche ich nicht. Das hat sie erledigt. Halt die Augen auf nach dieser Schockjockey-Kraft. Medizinkits. Was? Okay. Ich nehme lieber Geld mit. Oh, hier können wir... Warte mal, wir können hier Kränenfallenhilfe. Bewegt das die Opfer von Killer-Krähen zu Kränenfallen werden? Beherrschung billiger. Verringert die Menge an Salzen, die nötig sind, um Beherrschung zu nutzen. Oh, das ist cool. Alter, wie viel? 1600? Boah, ist ganz schön teuer, ne? Bin so ein Sparfuchs eigentlich. Was haben wir hier? Schadenboost, Panzerfaust, Streuung und Magazinvergrößerung für die Panzerfaust. Ich bleib dabei, was ich habe. Ich bräuchte Salz. Das gucken wir uns doch mal ein bisschen an. Was haben wir hier Schönes? So, das Wort des Propheten präsentiert, das Lamm ist die Zukunft. Der Spross des Propheten wacht vom Monument Island aus auf. Der Souvenirladen. In Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie. Zu rar ist jener Schlag von Mann, der Heul und Schrein Vaterlands bald noch in Himmel beugte Comstock das Knie für und sah in seiner Prophetie. Blechmänner, Bucke. Dazu wird Comstock uns machen. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was jetzt kommt. Siehst du, Booker? Vielleicht bist du noch der, den ich kannte. Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kennen. Und wenn ich weg bin, gut, bleibt nur noch die Lüge. Gib uns einfach, was wir brauchen. Wo müssen wir jetzt hin? Okay. Ich würde gerne das Maschinengewehr behalten, als wie die Gatling. Obwohl die Gatling Gun ist schon geil. Uah, nein, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. So. Elizabeth? So. Elizabeth? Fertig. Was? Dunkel, feucht, warm, einsam? Was? Da brauchen wir 5 Lockpits. Wir haben nur 3. Liegen jede Menge Salz rum. Der Laden wurde geplündert. Hier gibt es keinen Schockjockey. Slate muss es mitgenommen haben. Da. Aha. Ist das? Slate. Er ist hier. Ja.
Er ist definitiv hier. Überwältige Slade, war doch klar. Ich glaube, ich bleibe mal bei der Gatling Gun. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, die können wir gut gebrauchen. Ich glaube, wir werden jetzt Spaß kriegen. Hier liegen schon... Was ist das? Wir verdienen, wie Soldaten zu sterben. Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte. Slade! Slade! Du kleiner Penner. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein, er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt. Oh, das wird lustig jetzt. Oh Gott. Gib uns endlich diese Kraft, das muss doch nicht sein. Auf, Jungs. Der Soldatentod wartet. Ohne Schock-Jockey kriegen wir das Ding nicht auf. Ohne Schock-Jockey. Oh, ich muss nachladen. Warte mal eben. Hier war doch noch einer irgendwo, oder? Du bist nicht der, der mit dir nicht kannte. Lechmann! Lechmann! Wo ist der? Jetzt haut er auch noch ab, der Drecksack. Alter, oh Gott, danke. Wow, Alter, huha. Ein MG wäre jetzt cool. Was, wo, ja. Kann ich das nicht abschießen da oben? Verdammt, scheiße. Hast du dich auf Lager, Soldat? Jetzt komm schon, David. Enttäusche die Jungs nicht. Mist, das geht nicht, verdammt. Oh Gott, ich bräuchte Salze gleich mal. Danke. Oh Gott, Hilfe. Aua, lass das. Zeig mir, was du kannst! Ja, komm! Ich weiß nicht, was wir müssen machen. Müssen wir die Scheiße jetzt zerstören? Nee, anscheinend nicht. Oder? Was müssen wir denn machen? Warte mal, vielleicht müssen wir hier irgendwo rein hier, oder? Kann das sein? Oh, hier liegt noch ein Voxophon rum, sehr schön. Ein bisschen Schild nehme ich mit. Was wir jetzt brauchen. Meine Männer und ich sind verloren. Verloren wie der edle Custer bei Little Big Horn. Aber wir werden uns Comstock und seine Blechsoldaten nicht beugen. Doch mein Speer hat ihn gesehen. Booker DeWitt ist unterwegs hierher zu Hall. DeWitt. Wir nannten ihn die weiße Rothaut von Wounded Knee. Wegen all der grausigen Trophäen, die er sich holte. Ein Mann wie er könnte uns den Frieden verschaffen, den wir so ersehnen. Okay, jetzt habe ich die Dinger alle so weit weg. Jetzt weiß ich nur nicht... Ah, hier geht's weiter. Glaube ich zumindest. Ja. Hier ist Salz am Liegen. Ach, guck mal, Pfeil und Bogen. Oh, wie früher. In der Steinzeit. So, mega. Juhu. Okay. Okay, hier geht's eh nicht weiter.